Ich muss jetzt endlich so viel... Nee, gar nicht. Komm, Dana, mach mal. Was soll das denn jetzt? Mir geht's die ganze Zeit so schlecht, bitte. Ja, und genau deshalb habe ich mir die ganze Zeit Sorgen um dich gemacht. Ja, nee, ich möchte meine Sachen packen. Ich muss jetzt gehen. Sophie, du kannst deine Sachen... Was soll das? Bist du verrückt? Bist du ein Idiot? Was soll die Scheiße? Ehrlich. Typisch Männer, ehrlich, was ist das für ein Quatsch hier? Ehrlich. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß nicht, der macht mir einfach so einen Stress, ey. Wirklich. Mein Gott. Wie geht's dir ganz schön? Alles okay? Das ist ja ein Wahnsinn, dass ihr euch gestritten habt. Wie geht's dir denn? Was ist denn los mit dir? Ich hab so Probleme, ich weiß nicht. Frau Linke, wir wollten Sie ja eigentlich gerade entlassen. Was ist jetzt das Problem? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich fühle mich nicht gut. Okay, wo haben Sie Schmerzen? Irgendwie, das brennt hier so, schon seit einer Woche. Was? Die Dana kam zu uns ins Krankenhaus mit großen Magenbeschwerden. Sie hat angegeben, dass sie eine größere Menge Wacholderbeeren zu sich genommen hat. Das führt natürlich zu Reizungen, auch zu Übelkeit und Erbrechen. Hier war der erste Behandlungsschritt, sie medikamentös zu versorgen, ein Mittel gegen den Brechreiz zu geben und natürlich viel Flüssigkeit. Der Schmerz ist jetzt plötzlich aufgetreten? Ja, irgendwie das brennt hier. Einmal so kurz tauschen. Das kann doch nicht wahr sein. Leg den einmal hier. Magst dich einmal kurz aufs Bett. Kannst auch ruhig mit den Schuhen, ist nicht so schlimm. Leg einmal die Beine einmal hoch. Schätzchen, Dana. Mir geht's so schlecht. Oh Gott, meine Füße. Und das hat dich jetzt arg mitgenommen mit dem Streit? Ja, aber schon seit einer Woche ist das, jetzt ist das wieder so schlimmer geworden. Seit einer Woche, das hast du mir ja gar nicht gesagt. Bisher verschweigt die 16-jährige Dana, warum sie große Mengen Wacholderbeeren zu sich genommen hat. Mit genügend Flüssigkeit und Schonkost in der Klinik müsste es ihr nach der Vergiftung eigentlich besser gehen. Ärztin Birgit Maas zählt nach dem erneuten Übelkeitsanfall 1 und 1 zusammen. Das Sodbrennen hattest du jetzt vorher schon und dann hast du die Beeren genommen, um das zu therapieren, zu lindern. Das war so schlimm, Schmerzen. Das ist aber schon schiefgegangen, ne? Ja, ich verstehe das nicht. Dana hatte so große Schmerzen, dass sie sich überlegt hat, sich selber zu therapieren, hat sich die Hinweise dafür aus dem Internet rausgezogen. Ich denke, es war ihr jetzt eine Lehre, deswegen hier nochmal wirklich die Mahnung, sowas gehört in Medizinerhände, denn man spürt eventuell schon kurzfristige Besserung, aber die Langzeitfolgen, die möglicherweise eine falsche Behandlung hervorrufen, die kann man nicht absehen. Ich würde ganz gerne da mal reingucken, ja? Okay. Das heißt, wir machen Ultraschall gleich. Kannst du mal vielleicht mal anmelden? Mach ich. Ja. Und wir würden da gerne mal reingucken, ja? Okay. Eine sogenannte Endoskopie. Da können wir mit einer Kamera im Prinzip, mit einer ganz kleinen aber, uns sag mal die Schleimhautverhältnisse angucken, dass wir das auf jeden Fall ausschließen können. Ja. Da Sodbrennen ein Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung, aber auch konstanten Stresses sein kann, ist es immens wichtig herauszufinden, inwieweit die Speiseröhre der Realschülerin bereits betroffen ist. Die Ergebnisse von Danas Magenspiegelung sind für Birgit Maas sehr rätselhaft. Da kann ich jetzt auch, also wirklich keine organischen Auffälligkeiten erkennen, was jetzt diesen Reflux, also dieses Sodbrennen letztendlich erklären würde. Ne? Man sieht hier schon leichte Schleimhautirritation, das ist aber eine Folge. Mhm. Aber wichtig ist ja jetzt, woher hat so ein junges Mädel tatsächlich so arge Probleme mit Sodbrennen? Also ich meine, der hat es ja hier diesen Streit vorhin gegeben. Genau. Danach ging es dir schlecht. Das ist natürlich was, also auf Dauer ist so ein Reflux wirklich nicht gut. Die Untersuchungen haben ergeben, dass wir jetzt keine organische Ursache finden konnten für dieses Sodbrennen. Hier ist mir aber aufgefallen, dass die junge Patientin schon sehr extrem auf diesen Streit reagiert hat. Möglicherweise hat sie Stress, da kann es auch schon mal zu diesem Sodbrennen kommen. Die Mutter selber hat hier den Vorschlag gemacht, eine Sozialpädagogin hinzuzuziehen. Ich finde das immer sehr positiv, wenn man dafür offen ist. Und ich denke, es wird auch den Beteiligten helfen. Die 16-jährige Dana kann wie geplant noch am gleichen Tag mit Medikamenten entlassen werden. Zu Hause vereinbart Mutter Theresa sofort einen Termin mit Familienberaterin Diana Richter. Bei ihrer Ankunft einige Tage später erlebt die Familienhelferin einen Streit zwischen Dana, ihrer besten Freundin Sophie und ihrem Freund Matteo mit. Dieser wirft für die Expertin einige Fragen auf. Sie heißen Matteo herzlichst willkommen. So, der ist der neue Freund. Und Sophia ist schon lange hier die beste Freundin. Ja, und die gehört sich auch sozusagen wie zur Familie. Immer gut verstanden. Immer gut verstanden. Und jetzt seit Neuestem gibt es Streit zwischen, also gut, Dana und Matteo haben sich auch schon in der Vergangenheit gestritten. Aber jetzt, ich komme überhaupt nicht mehr dahinter, was der Grund ist. Und deswegen hoffe ich, dass Sie auf den Grund irgendwie kommen und uns weiterhelfen können. Okay. Und was auch völlig für mich eine neue Situation ist, normalerweise
habe ich mit meiner Tochter ein ganz offenes, wunderbares Verhältnis. Und seit Neuestem blockt sie mich ab und damit bin ich jetzt überfordert. Ich kenne das gar nicht, dass sie mir nicht offen entgegentritt und mir nicht offen sagt, was eigentlich los ist. Sie hatte mir dann nur erzählt, dass sie nichts gegen den Matteo hat, dass sie auch mit ihrer Tochter trotz der Pubertät ein gutes Verhältnis hat. Ich bin da nicht weitergekommen und habe mich dann rausgenommen und ja, das Gespräch mit Dana gesucht. Dana, darf ich zu dir kommen? Ja. Ich sehe doch, dass dich was belastet. Ich kann darüber nicht sprechen. Okay, aber jeder macht sich Sorgen. Deine Freunde streiten sich um dich. Die Mama macht sich total die Sorgen. Ja, ich kann darüber echt nicht reden. Also ich glaube, die werden das nicht verstehen. Magst du mir mal deine Hand geben? Ja. Guck mal, ich bin eine ganz fremde Person. Und selbst ich darf jetzt dir gegenüber sitzen und versuche, das Vertrauen zu dir zu gewinnen. Und da unten sitzen deine Freunde und deine Mama. Und die haben dich ganz doll lieb. Und wenn du nicht reden magst, dann habe ich eine Idee und ich würde dich bitten, einfach mal mit runterzukommen, um mir die Chance zu geben, um dich zu überzeugen. Ja, wir können es ja probieren. Du kannst immer noch wieder zurückgehen. Ja. Okay. Ich habe Dana davon überzeugen können, dass sie mir Vertrauen schenkt, um eine Aktion durchzuführen. Und für diese Aktion habe ich ihre Mutter, ihre beste Freundin und ihren neuen Freund eingebunden. Und was dabei herauskam, das fand ich sehr, sehr überraschend. Die Expertin möchte der Schülerin deutlich machen, wie wichtig sie für die Menschen in ihrem Leben ist. Dafür bittet sie alle Beteiligten, Dana eine Eigenschaft zu nennen, die sie an ihr besonders wertschätzt. Dies berührt die 16-Jährige mehr als erwartet. Matteo wird allerdings von der Reaktion seiner Freundin sehr verunsichert. Ich mache mal den Anfang und sage, ich bin hier in die Familie reingekommen und spüre von euch ganz viel Herzlichkeit. Und würde gerne jetzt das Wort an die Mama mal richten, weil das ganz viel wert ist. Was für ein Attribut haben Sie in der Verbindung mit Ihrer Tochter? Ja, also meine Tochter hat das liebste Herz aller Zeiten und wünscht sich immer nur das Beste für alle Menschen. Und ja, da bin ich einfach immer gerührt, was sie für ein gutes Herz hat. Okay, siehst du? Sophie, wie ist es mit dir als beste Freundin? Ja, also mir fällt direkt ihre Zuverlässigkeit ein. Sie ist halt einfach meine beste Freundin. Ich kann mich immer auf dich verlassen. Und du machst einfach jeden Scheiß mit mir mit. Also ich bewundere in erster Linie deine Ehrlichkeit, die du mir immer gegenüber zeigst. Deine Zuverlässigkeit. Und was nochmal richtig bewundernswert ist, dass du weißt, egal wie wir uns streiten, dass ich bei dir an erster Stelle liege. Und das Gefühl gibst du mir eigentlich auch immer. Okay. Dana, hättest du damit gerechnet? Nee, nicht so. Ich hatte das Gefühl, sie selber hat überhaupt nicht den Bezug zu der Familie, wie sie zu ihr stehen. Das, glaube ich, hatte Dana bestärkt. Und mein nächster Schritt ist dann gewesen, dass ich das Gleiche mit einem Tuch durchgeführt habe. Ich wollte, dass Dana sich einfach fallen lassen kann. Seid ihr startklar? Mhm. Okay. Mhm. Okay. Okay. Matteo, bitte. Du auch. Nee, ich kann das nicht. Komm schon, Dana, ich würde dich immer festhalten. Nee, und ich kann das nicht. Dana. Ist noch Dana. Zu viel. Nee. Matteo, setz dich bitte mal. Nimm das jetzt nicht persönlich. Dafür bin ich ja da. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Komm schon. Warum? Was ist los? Dass Dana sich bei Matteo nicht ins Tuch fallen lassen konnte, hatte mit einem Geheimnis zu tun, was zwischen den beiden stand. Was sie zu sehr beschäftigt hatte, um das offene Wort zu suchen und ihn später total schockiert hat. Damit es Dana körperlich wieder gut gehen kann, muss sie ihren Gefühlen Luft machen und offen sprechen. Die Schülerin gesteht, vor einigen Wochen auf einer Party heftig mit Matteo gestritten zu haben. Daraufhin rauschte der Azubi wütend ab. Was danach geschah, schlägt der 16-Jährigen seitdem schwer auf den Magen. Ja, wo wir auf der Party waren, habe ich gedacht, wir wären dann irgendwie nicht mehr zusammen durch den Streit. Und da habe ich halt eine Sache gemacht, die ich jetzt im Nachhinein sehr bereue, aber ich wollte das gar nicht so machen. Also ich habe gedacht, wir wären nicht mehr zusammen. Und da habe ich halt jemand anderen geküsst. Als Dana Matteo ihr Geheimnis anvertraut hatte, dass sie fremd geküsst hatte, war Matteo absolut nicht begeistert. Er war den Tränen nah, er war total tiefst enttäuscht, aber er hat sich dann sehr zusammengerissen, hat zugehört, versucht zu verstehen, wie die Sichtweise aus Dana war und dass sie ja gedacht hat, dass sie auseinander sind und war sehr schnell einsichtig und hat seine Gefühle nach außen transportiert. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass dieser blöde Streit wirklich so ein Ausmaß mit sich nimmt. Ja, und ich habe gedacht, wir wären irgendwie nicht mehr
zusammen und deswegen, ich würde sowas auch sonst niemals machen. Wenn solche Missverständnisse aufkommen oder ihr habt ein schlechtes Gefühl, beide, dann versucht einfach die Kommunikation zu suchen. Du, indem du das einfach nicht runterschluckst, sondern ihn einfach zur Seite nimmst und sagst, hey, das kam so bei mir an, ich empfinde das jetzt gerade so, hast du das so gewollt oder gemeint, dass er die Möglichkeit hat? Und bei dir ist es aber auch ganz wichtig, dass du nicht so temperamentvoll bist. Gib ihr die Möglichkeit. Ich war bei Familie Linke, da ihre 16-jährige Tochter Dana unter so schwerem Sodbrennen leidet, dass ich versucht habe, die Ursache herauszufinden. Und dabei ist herausgekommen, dass sie ein so großes Geheimnis hat, was sie so sehr belastet und sich das so zugespitzt hat, dass sie dann mit ihrem Körper durch Sodbrennen darauf so arg reagiert hat. Matteo hat seiner Dana verziehen. Das junge Paar hat sich dazu entschlossen, offener miteinander zu kommunizieren. Seitdem streiten die zwei auch seltener. Auch Danas beste Freundin Sophie und der 17-Jährige haben sich inzwischen miteinander angefreundet.